So. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, nämlich zu einem Gondel-Vlog. Ja, ich sitze hier in einer Gondel, zu einer blauen, komischen Gondel. Und wir fahren jetzt gerade wieder rauf, kurz vor Betriebsschluss. Und das war das, was ich gestern gemeint habe mit Skifahr-ähnliches Dings. Hier liegen halt noch meine Sachen, ist halt scheißegal. Auf jeden Fall wird, warte, ich kann immer so über mich drüber filmen. So schaut das ungefähr aus. Oh, man sieht meine Haare. Das ist kein Gebüsch oder so. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir auch wirklich so dann doch im Nachhinein überlegt, soll ich mich bei Skifahren filmen? Da habe ich mir so gedacht, na, das ist dann auch irgendwie ein bisschen komisch, weil ich weiß nicht, wer will mich bitte Sport machen sehen? Ich meine, wir werden sterben, Alexandra! Ja, mach mal zu. Läuft. Ja, vielleicht seht ihr das Video auch gar nicht, vielleicht stürzt ihr jetzt mit der Gondel ab, kann ja auch sein. Ich sage, das ist schon mal was Lustiges, oder? Ja. Ich meine, du wärst der Erste, der einen Gondel-Vlog macht, wo man auch live mit dabei ist, oder live. Wo die Gondel abstürzt, das ist ja auch mal was Schönes. Und irgendwie habe ich jetzt den Faden verloren. Was sollte ich vorher sagen? Ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwie hast du von Videos von dir geredet, bei Skifahren lässt du nicht Videos. Genau, ich weiß schon wieder. Ich meine, das Abwegige ist ja, dass ja auch einige mich nackt sehen wollen. Das ist ja schlimmer. So Licht ist besser. Warte, ich kann ja mal so filmen. So. Warte. Da ist keine Piste, wir sind hier auf der Piste. Warte. Ich glaube, da ist gleich die Piste. Wir könnten ja dann gleich so ein kleines Let's Play starten, wenn wir irgendeinen Skifahrer sehen. Muss ich mal gucken. Das ist ein Skifahrer. Ich weiß nicht, ob er den gesehen hat. Hat man den gesehen? Ich weiß es nicht. Da ist schon wieder einer. Warte. Sieht man das? Da hinten? Da? Die müsste man eigentlich sehen, oder? Das kann ich aber auch mal machen. Das mache ich. Lasst euch überraschen. Nächste Woche kommt was von mir. Was es sein wird, das weiß ich. Aber ihr nicht. Und ja, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Das war, wie gesagt, so ein kleiner Gondel-Vlog, der... Ja, worauf ich einfach mal gerade Bock hatte. Und ja, dann morgen, wie gesagt, nicht vergessen, Livestream Time. Und wenn euch das gefällt, so eine Art Vlog-Format. Ich würde ja ehrlich gesagt lieben gerne Real-Life-Videos wieder drehen. Die Frage ist nur, ob ihr das machen oder sehen wollt oder was weiß ich. Ich weiß ja nicht, ob ihr das sehen wollt, ob ihr diese Fresse die ganze Zeit sehen wollt. Deswegen mache ich auch so wenig Facecam. Aber ja, dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss! Und damit es auch wirklich Vlog-mäßig ist und nicht so wie gestern, dass ich das alles geschnitten habe, einfach währenddessen reden und Stopp drücken.